5 Fehler in der Diät. Nein. Willkommen zum nächsten Video. Die größten Fehler in der Diät. Aber diesmal nicht an der Tafel, weil das mir zu langweilig ist. Sondern bei einem Spaziergang in Richtung Gym. Willkommen zurück. Don't hate my hair. Morgen geht's zum Friseur. Aber so, kommen wir zu den Top 5. Fangen wir an mit Aktivität und Sport, und zwar Nummer 1, zu geringe Aktivität. Was ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, ist euch sehr wenig bewegen und die Kalorien immer tiefer und tiefer schrauben. Also ich kann euch nur empfehlen, und das habe ich, also das ist meine Erfahrung, wirklich die Aktivität so hoch wie möglich zu halten und nicht zu früh mit den Kalorien extrem tief zu gehen, weil da macht ihr euch ja die Diät nur schwerer und ihr werdet weniger Erfolg haben. Nummer 2, zu wenig Kraftsport und zu viel Cardio. Das ist ein Fehler, den vor allem Frauen viel machen. Und zu was das führt, ist einfach Muskelverlust. Und ja, klar, ihr werdet abnehmen, aber ihr werdet schlaksig, sage ich mal. Also klar, Cardio ist gut in der Diät. Das ist ja einfach mehr Aktivität, ob ihr das durch Cardio macht oder viel spazieren geht. Sei mal dahingestellt, ist eigentlich egal. Aber Kraftsport ist umso wichtiger, weil jeder will seine Muskeln erhalten während der Diät, vor allem die Männer. Aber auch bei den Frauen ist das wichtig, und ich glaube, Frauen unterschätzen das, wie gut sie aussehen können, wenn sie einfach Kraftsport betreiben, während sie abnehmen. Und ob ihr danach, nach der Diät, dann einen eingefallenen Po habt oder trotzdem noch einen runden Po, entscheidet halt das Krafttraining. Wenn ihr ordentlich Krafttraining macht, ich sage jetzt einfach mal dreimal die Woche Ganzkörper, reicht schon, dann werdet ihr nach der Diät trainiert aussehen. Tut ihr es nicht, dann werdet ihr eher eingefallen und ein bisschen mager, skinny, fett aussehen. Nummer 3 sind Cheat Days. Darüber habe ich auch schon mal eine Story gemacht. Und zwar, Cheat Days sollte man grundsätzlich vermeiden, weil ihr mit Cheat Days euch sehr viel kaputt machen könnt. Nehmen wir einfach mal an, ihr fahrt ein 500 Kalorien Defizit, was ja eigentlich relativ gesund und gut ist. Das ist ein halbes Kilo Fett pro Woche. Und ihr sagt euch, immer am Sonntag mache ich einen Cheat Day. So, da fahrt ihr 6 Tage lang 500 Defizit, sind 3000 Kalorien. Und am 7. Tag geht ihr zu Mc's und danach noch ein Ben & Jerry's, macht zusammen 3000 Kalorien extra. Dann frühstückt ihr noch. So, dann seid ihr bei 4500 oder so mit Snacks zwischendurch. Dann habt ihr euch quasi die komplette Woche zunichte gemacht. Klar, es muss nicht so krass sein, aber wenn ihr euch 5 von 6 Tagen schon zunichte macht, ist das doch auch scheiße. Und deswegen vermeidet Cheat Days. Und nächster Punkt, das ist glaube ich Punkt 4, hat auch was mit den Cheat Days zu tun und vermeidet es, in der Diät wirklich auf alles zu verzichten, weil das führt nur zu sowas wie Cheat Days. Das heißt, sagt nicht, okay, jetzt diete ich, jetzt bin ich Hardcore-Modus, Brokkoli und Reis every day, sondern schaut, dass ihr euch immer mal was gönnt, beziehungsweise ihr müsst ja nicht zwanghaft euch immer irgendwie jeden Tag ein bisschen Eis gönnen, aber wenn ihr das Verlangen habt und sagt, hey, das ist ja eigentlich auch in meinen Kalorien drinne, dann kannst du auch mal einen Riegel essen oder so. Also macht auf keinen Fall den Fehler und verzichtet wirklich auf alles, was annähernd kaloriendicht ist, und isst nur noch Gemüse, Beeren und Fleisch oder so. Weil dann ist irgendwann, dann staut sich das so nach und nach an und irgendwann eskaliert es dann. Und dann wird es ein Cheat Day oder eine Eskalation, besser gesagt. Und dann kommen wir, glaube ich, auch schon zum letzten Punkt. Da vielleicht fällt mir noch einer ein. Und der hängt auch mit diesem Ganzen zusammen. Und zwar dieses Alles-oder-Nichts-Denken. Das heißt, ihr seid so in der Diät. Dann kommt irgendeine Versuchung. Ich weiß nicht, ein Kuchen bei euren Eltern. Oder ihr seid zu Besuch bei Oma. Und dann überlegt ihr, soll ich das Kuchenstück essen oder nicht? Und dann esst ihr das Kuchenstück. Und dann solltet ihr vermeiden, dieses Denken zu haben. Okay, scheiße, ich habe das Kuchenstück gegessen. Jetzt kann ich auch richtig reinhauen. Dieses Alles-oder-Nichts-Denken solltet ihr auf keinen Fall haben, denn ein Stück Kuchen ist nicht schlimm. Also, vielleicht bringt euch das, habt ihr halt 300 Kalorien mehr gegessen als geplant. Das macht überhaupt nichts. Also, es ist ja ein Witz. Aber
wenn ihr dann dieses Denken habt, alles oder nichts, und dann richtig reinhaut, ja, das wirft euch dann zurück. Dann wird es wieder quasi so ein Cheat Day, der euch über eine Woche oder eine Woche zurückwerfen kann. Deswegen vermeidet dieses alles oder nichts Denken, weil ein Snickers, ein Stück Kuchen, ein Eis, selbst ein Ben & Jerry's, na gut, dann habt ihr halt 1100 Kalorien gegessen und das wirft euch dann 2 Tage zurück oder so. Aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Ich persönlich habe damit auch viel Erfahrung gemacht, sage ich mal, vor einiger Zeit, beziehungsweise vor 2 Jahren oder so, war es bei mir immer so richtig extrem Hardcore-Diätet und irgendwann einmal reingeschissen und dachte ich, okay, jetzt scheiße ich richtig rein. Das hat dann meine Diät unnötig in die Länge gezogen und das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Und ja, letzter Punkt wahrscheinlich, vermeidet einfach allgemein ein zu hohes Defizit, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Klar, wenn ihr eine Wettkampfdiät macht und irgendwie vorhabt, auf der Bühne zu stehen und ihr habt eine wirkliche Deadline, ja, da müsst ihr halt euch dran halten, und wenn ihr, sag ich mal, aus dem Zeitplan seid, dann müsst ihr halt härter diäten und dann muss man da quasi strikt die Kalorien einhalten. Aber wenn ihr es einfach so macht, um allgemein abzunehmen, dann gönnt euch ruhig auch mal eine Diätpause. Wenn ihr 5 Monate am Stück diätet habt und ihr habt schon 15 Kilo abgenommen oder 20, dann macht einfach mal ein bisschen Pause, macht 2 Wochen Diet Break, Diätpause, da müsst ihr jetzt nicht richtig mega reinhauen, aber einfach plus minus null essen und dann macht weiter. Das heißt, macht auch kein zu krasses Defizit, sondern geht es lieber langsam an, weil langsamer ist auch länger, leer, langfristiger. Das kann man eigentlich schon so sagen. Boah, das wird schwer in den Händen. Heißt, wenn ihr richtig rapide und schnell abnehmt, extrem schnell, dann ist das meist auch kurzfristig. Es muss nicht sein, aber es tendiert dahin. Und langsames Abnehmen ist meistens auch langfristiger. Deswegen vermeidet ein zu hohes Defizit. Damit vermeidet ihr auch Fressattacken. Vermeidet ihr auch all die anderen 3 Punkte, die ich davor genannt habe. Das war's damit. Mit dem Video wahrscheinlich auch. Bis dahin, macht's gut.